Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu drei Fragen an, einem Interviewformat im Rahmen des diessemestrigen Seminars Herabsetzen, Schmähen und Beleidigen, Sprache und Invektivität des Professors für angewandte Linguistik, Professor Simon Meyer-Vieracker von der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Barbara Hoffmann, ich studiere Germanistik und Geografie im gymnasialen Lehramt und darf Sie, Herrn Homscheid, ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Tag. Dankeschön. Danke, Frau Hoffmann. Ich freue mich sehr, da zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Vielen lieben Dank. Kurz zu Ihrer Person. Lan Homscheid studierte Sprachwissenschaft und hatte zeitweilig eine Professur für Gender Studies und Sprachanalyse an der Humboldt-Universität Berlin inne und leitet mittlerweile einen Verlag. Lan Homscheid publiziert wichtige Arbeiten zum Thema Theorie der strukturellen Diskriminierung und Priorisierung, ein Thema, mit dem wir uns im Seminar auf Grundlage des Textes Priorisierung, ein konstruktivistisches Konzept zur Analyse von Beschimpfungspraktiken aus dem Jahre 2011 auseinandersetzen. Damit würde ich gerne gleich zu unserer ersten Frage kommen. Sie unterscheiden in Ihrem Text Priorisierung als analytisches Konzept sprachlicher Handlungen, die nicht ausschließlich in dem sprachlichen Objekt lokalisiert, sondern nur konkret situativ und unter der Berücksichtigung mehrerer Komponenten verstanden werden können. Damit grenzen Sie Priorisierung als Konzept von Beleidigung ab, indem Priorisierung als Ausdruck struktureller Diskriminierung durch Dimension sozialer Macht- und Ungleichheitsverhältnisse zu sehen wären, Beleidigung hingegen individuell empfundene Verletzungen und Kränkungen fassen. Die erste Frage würde demnach lauten, können machtstrukturell bevorzugte Personen und oder Personengruppen, wie etwa weiße heterosexuelle Männer, priorisiert werden und wenn ja, unter welchen Umständen? Ja, danke für die Frage. Also mehrere verschiedene Aspekte dazu. Das erste ist, jede Priorisierung ist auch eine Beleidigung, klar. Und deshalb, daher ergibt sich ja dann die Schnittmenge, die Sie gesprochen haben. Das zweite ist die Frage von, gibt es eine gesellschaftliche Struktur, in der Menschen als weiße, heterosexuelle Cis-Männer diskriminiert werden. Und wenn das der Fall wäre, können natürlich auch weiße, heterosexuelle Cis-Männer diskriminiert werden, priorisiert werden. Ja? Aber es ist eine Frage der gesellschaftlichen Struktur. Das heißt, es reicht nicht, also das, was ich auch versucht habe, mit dem Ansatz deutlich zu machen, dass es einfach eine Beleidigung ist und diese Beleidigung auch prototypisierend auf eine ganze Gruppe bezogen wird. Also beispielsweise, nehme ich mal ein anderes Beispiel, wenn deutsche statisierte weiße Menschen als Kartoffeln bezeichnet werden. Das wäre zum Beispiel so eine ähnliche Frage dann, ja. Also wäre das eine Priorisierung, wäre das eine diskriminierende Abwertung? Nein, das wäre es für mich nicht, weil genau wie Sie vorher gesagt haben, es einen Kontext dazu braucht und dieser Kontext besteht aus institutionellen Praktiken und diskursiven, vor allem medialen Praktiken, die bestimmte Gruppen als normal, normalisiert oder privilegiert herstellen. Und wenn das der Fall ist, ist auch, wenn es beleidigende, auch prototypisierende kollektive Ansprachen gibt, wie Kartoffel, sagen wir mal, es trotzdem keine Priorisierung, keine Diskriminierung, sondern eine Beleidigung. Ja, und würde ich als eine Aktion oder eine Reaktion auf diskriminierende Handlungsstrukturen verstehen, die dadurch nochmal kontaktieren sollen, dass gesagt wird, wir genauso über euch reden beispielsweise, ja. Also das wichtig ein, was ist die individuelle Handlung, was ist die Sprachhandlung, Kontext oder in welcher Situation findet sie statt? Wie ist da die institutionelle, gesellschaftliche, diskursive Bewertung dieser unterschiedlichen Gruppen? Und deswegen wäre für mich eine beleidigende Ansprache an weiße Cis-Männer keine Priorisierung im Moment, im deutschsprachigen Kontext, sondern eine Beleidigung. Ja, toll finde. Ja, also in Klammern dazu gesetzt. Das ist eine weitergehende, übergreifende Frage. Bringt es auch was, Menschen sprachlich kategorisierend, negativ bewertend zusammenzufassen und das dann in der Form zu äußern eben. Ja, also das ist immer eine Reduktion in einer komplexeren Wirklichkeit, in der wir Individuen sind. Als letzten Aspekt zu dieser Frage würde ich aber gerne noch ergänzen, dass natürlich weiße Cis priorisiert, wenn sie behindert sind, wenn sie Class werden, wenn sie schwul sind, sondern als hergestellt schwule, behinderte oder classmäßig diskriminierte Personen.
Das heißt, Diskriminierung intersektional gedacht ist ja was sehr Komplexes. Das heißt, sehr viele weiße Cis-Männer von strukturellen Diskriminierungen betroffen. Die werden dann aber nicht als weiße Cis-Männer diskriminiert, sondern wie gesagt als Behinderte diskriminiert. Das heißt also, wenn Sie von einer objektiven Gruppe weiße Cis-Männer ausgehen, würde ich sagen, ja, natürlich können die auch priorisiert werden, aber nicht als weiße Cis-Männer im Moment. Danke Ihnen für diese sehr differenzierte nochmal Ausgestaltung der Thesen, die Sie aufwerfen. Die zweite Frage würde lauten: Welche Möglichkeiten der Prävention und Sensibilisierung bezüglich Priorisierung sehen Sie, insbesondere im schulischen Kontext? Das ist nicht genuin Ihr Gebiet, soweit ich informiert bin. Wir haben aber sehr, sehr viele LehramtsanwärterInnen im Seminar und deshalb daran natürlich ein sehr großes Interesse. Ja, finde ich auch eine sehr, sehr relevante und sehr wichtige Frage. Und natürlich sehe ich Situationen den Schlüssel dazu, dass sich in der Gesellschaft etwas verändern könnte. Und es natürlich sehr, sehr schön wäre, wenn genau in Bildungsinstitutionen andere Wirklichkeiten ein Stichwort, also zwei Sachen dazu auch wiederum. Das eine ist, ich würde immer bei mir selbst anfangen und nicht bei anderen anfangen. Ja, das heißt, auch wenn Sie lehramtsanwärtend sind, würde ich auf jeden Fall immer bei mir selbst erst gucken. Weil wenn Sie als Person, die irgendwann an der Schule unterrichtet, Ihr Sprachverhalten verändern, Ihr Kommunikationsverhalten verändern, hat das alleine schon eine unglaubliche Auswirkung darauf, wie Personen, die zur Schule gehen, darauf reagieren werden und was die daraus mitnehmen. Also Sie haben ja einen großen Vorbildcharakter. Das heißt, die erste wichtige Änderung auch für den schulischen Kontext ist, verändern Sie Ihr eigenes kommunikatives Verhalten. Und das Zweite ist natürlich, dass ich das sehr, sehr schön fände, wenn sich Schulunterricht insgesamt ändern würde. Und da geht es mir jetzt gar nicht um diesen kleinen Aspekt Priorisierung, sondern das ist ja ein kleiner Aspekt von ganz vielen Dingen. Wenn es so etwas gäbe wie einen Unterricht zu Social Accountability, sozialer Verantwortungsübernahme, zu Respekt. Was ich Verhandlungen oder was ich da wichtig finde, ist unter dem Label Respekt zu behandeln. Was würde es heißen, wenn wir respektvoll miteinander umgehen würden, wenn wir miteinander kommunizieren würden, wenn wir aktiv zuhören würden und nicht währenddessen schon neue Antworten oder Ja-Aber-Fragen überlegen würden und so weiter, ja? Also so etwas in der Schule zu installieren, finde ich tatsächlich sehr viel wichtiger als die kleinsten Verzweigungen von Mathematik und Physikunterricht, ja, sondern also zu lernen, wie wir zu sozial respektvollen Wesen werden könnten. Ganz speziell für den Deutschunterricht bezogen, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass der Deutschunterricht wegkäme davon, in einer richtig Falschlogik in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik zu verharren, wodurch natürlich diese Bilder auch entstehen von Sprache ist etwas, was einfach da ist, was ich richtig machen kann oder falsch machen kann, wofür ich bewertet und benotet werde, sondern wenn Germanistik oder Deutschunterricht dazu führen würde, dass Schülerinnen wieder Lust hätten, sich ihr eigenes sprachliches Vermögen anzueignen und kreativ, respektvoll umzusetzen. Also wenn Sprachunterricht, Deutschunterricht wieder zu einem Sprachhandlungsunterricht würde, wo wir lernen könnten, wie toll das ist. Ich kann versuchen, mich auszudrücken. Und natürlich drückt bestimmte Sachen, die ich auch ausdrücke, geben gesellschaftliche Strukturen wieder. Die dürfte ich hinterfragen, indem ich mir neue Ausdrucksweisen überlege, wie ich jetzt gerade Schülens gesagt habe, als eine neutrale Form, die nicht über Gender zugeschrieben ist, beispielsweise. Dass es an uns liegt, Sprache kontinuierlich zu verändern. Denn das, was diese ganzen Institutionen wie Duden beispielsweise machen, die ja immer wieder zitiert werden, was ja eine privatwirtschaftliche Angelegenheit ist, die beschreiben ja nur das, was im Sprachgebrauch gerade gemacht wird. Das heißt, das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn es da eine Veränderung wieder gäbe, dass Sprachunterricht also mehr Sprachhandlungsunterricht und Sprachempowerungs- und Sprachermöglichungsunterricht wird und auch eine Frage dazu stellt, warum sind denn bestimmte Dialekte Varietäten des Deutschen und bestimmte nicht, also gerade von migrantisierten Personen und so. Also da zu empowern und da eine Bandbreite zuzulassen, das wäre wunderschön, finde ich. Ja, Land Honscheid, damit rennen Sie doch mindestens angelehnte Türen, wenn nicht gar offene Türen ein. Wir haben da durchaus ja, ProfessorInnen, die uns da sehr viel an die Hand geben, um das entsprechend fundiert und
mit weniger Skrupel tun zu können, als es Wie vielleicht schön. momentan noch der Fall ist. Also wir arbeiten daran, sagen wir so. Aber das ist schon die wunderbare Überleitung für unsere dritte und letzte Frage. Auch dafür danke ich Ihnen. Die folgende ist, kann und soll es überhaupt so etwas wie Einigung geben, wie nicht diskriminierend gesprochen werden soll? Nein, also nein, dezidiert nein. Also für mich ist die einzige Regel, die es in Bezug auf Sprachhandlungen gibt, das respektvoll zu sein. Und wie Respekt aussieht, das verändert sich von Situation zu Situation. Und Diskriminierungen sind ja eine Struktur und kein auswendig lernendes Regelwerk, ja, wo wir jetzt eine Grammatik noch anfügen können. Ja. Natürlich gibt es gerade Ausdrücke, wo ich sagen würde, es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die in meiner Lebenszeit aus der Diskriminierung entlassen werden und positive Ausdrücke werden, ja, also bezogen auf Rassismus, sagen wir beispielsweise, ja. Aber daraus eine Regel abzuleiten, würde ich auf keinen Fall machen, sondern die Regel wäre, respektvoll zu sein, achtsam zu sein, genau hinzuhören, sich Zeit zu nehmen, Kritik anzunehmen, Differenzen wahrzunehmen. Das ist die Regel. Also wenn wir glauben, dass Diskriminierung darüber lösbar ist, dass wir einfach ein paar Wörter auswendig lernen oder ein paar Wörter streichen, haben wir nicht verstanden, wie grundlegend und viel Diskriminierung die ganze Zeit ist und dass es da kontinuierlich neue Regeln und neue Veränderungen braucht. Deswegen würde ich da sehr von abraten, zu glauben, dass wir die Duden-Grammatik oder den Rechtschreibeduden jetzt noch um so einen Antidiskriminierungsduden ergänzen könnten. Ja? Sondern da geht es um eine andere Haltung dazu, wie wir in Welt sind, wie wir handeln, wie wir sprachhandeln. Und das als eine kontinuierliche Herausforderung und eine kontinuierliche Inspiration wahrzunehmen. Ja? Also deswegen ganz klar Nein zu dieser Frage. Das hat mir offen gestanden, vermutet und das bestätigt es noch einmal. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen im Namen der Seminarteilnehmenden und im Namen mit Sicherheit aller, die uns auch später remote zuhören. Vielen lieben Dank, Lan Hornschein. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Vielen Dank.